Das Erwachen der Nord. Nord, erhebt euch! Verfasser unbekannt. Nord, erhebt euch! Werft die Fesseln der Unterdrückung ab! Befreit euch vom Joch des falschen Kaisers! Steht treu zu eurem Blut und eurem Heimatland! Der Kaiser sagt, wir dürften nicht den heiligen Talos anbeten. Wie kann ein Mensch einen Gott ablegen? Wie kann ein wahrer Nord den Gott, der aus unserer Heimat stammt, von sich weisen? Tiber Septim, der erste Kaiser und Eroberer Tamriels, wurde zum Gott und sitzt nun zu Akatoshs Rechten. Tiber Septim, ein wahrer Sohn Himmelsrands, geboren im Land von Schnee und Blut, gezeugt, um seinem Volk Ehre zu bringen, und ist nun Talos, der Gott der Macht und der Ehre. Das Kaiserreich hat kein Recht, uns seine Anbetung zu verbieten. Unser eigener Großkönig hat uns an das Kaiserreich verraten. Er tauschte unseren Gott gegen Frieden ein. Er stimmt einem Pakt mit den Talmor zu, den der Kaiser in einem fernen Land geschlossen hatte. Sind wir einem solchen Pakt verpflichtet? Nein! Tausendmal nein! Lasst die Lehren der Geschichte nicht ungehört verklingen. Die Alt-Meribund und seine Talmor-Herren führen Krieg gegen Menschen, so wie in alten Tagen die Elfen gegen Isgrammor und unser Volk Krieg führten. Sie brannten das stolze Saartal bei ihrem feigen Überfall nieder und ließen nichts als Ruinen und Trümmer zurück. Aber Isgrammor und seine Söhne sammelten die 500 Gefährten um sich. Sie zogen gegen die Elfen in den Kampf und vertrieben sie aus Himmelsrand. Im großen Krieg unserer Väter betrogen die Elfen erneut die Menschen und wieder griffen sie uns ohne Provokation an. Wir können dem Bund und den Talmor nicht trauen. So wie Isgrammor ist Ulfric Sturmmantel ein wahrer Held Himmelsrands. Sein Name wird über Generationen in Sovngarde widerhallen. Nur er hatte den Mut, König Torvik zu einem Duell herauszufordern. Ulfrics Tum, ein Geschenk von Talos selbst, streckte den verrätischen Herrscher nieder. Sein Tod befreit uns von den kaiserlichen Ketten und den Talmor-Fürsten, die den kaiserlichen Thron verdunkeln. Das Kaiserreich hat seine Armeen entsandt, um uns zu beherrschen. Sie haben unsere eigenen Landsmänner zu diesem Zweck eingezogen. Sie schicken Bruder gegen Bruder und Vater gegen Sohn in den Kampf. Sie lassen Himmelsrand sich selbst in dem Krieg bekämpfen, der allein in ihrem Namen stattfindet. Lasst nicht zu, dass sie uns spalten. Sie dürfen uns nicht unterwerfen. Missachtet das kaiserliche Gesetz, das die Anbetung Talos verbietet. Schließt euch Ulfric Sturmmantel an und seiner Sache.